Ja, du bist ein cooler Typ, yes. Ja, Ballermann, Mallorca, sehr, sehr geil. Jetzt bin ich endlich einmal da, freue mich einfach auf geile neue Menschen, auf eine Party einfach, die es in sich hat und einfach eine wirklich eine geile, lässige Zeit. Leideln, bitte, ich will in den Club. Der Club hat mehr Sessel, mehr Stühle als liegen und das ist mir wichtig im Urlaub. Ich bin nicht umsonst zum Ballermann gekommen. Ich will, dass wir alle sitzen können, wenn wir es wollen. Weil liegen können wir daheim im Bett auch und ja, einer von uns trinkt immer, der liegt ja sowieso. Und das bin nicht ich, aber ich will dorthin zu den Stühlen. Gehen wir dorthin. Nein, ich will nicht. Ist mir wurscht, ob der Club Vorteile hat. Ich will dorthin, gehen wir dorthin. Ja, also Ballermann, natürlich gehen wir heute fort und feiern. Trinken werde ich jedoch nichts. Das ja, muss ich da auch sagen. Also ich möchte dann schon, dass meine Kollegen alle heim finden und dass es da natürlich auch keine Probleme gibt. Und wenn es ist, dann vor ihr selbst. Also das ist kein Thema. Ja, na, das ist mir schon wichtig. Ja, also ich bin jetzt auch beim Ballermann. Mein Motto ist ja ABH, always be hustling. Und das verbinde ich natürlich auch mit dem Feiern. Ich habe schon vor, auch zu feiern, aber ich habe den Chef vom größten Club kennengelernt und der hat mich jetzt eingeladen zu einer Special VIP Party und mit dem habe ich einen super Deal natürlich auch ausverhandeln können. Yeah, Mallorca Party! Mal ist nur einmal im Jahr, jetzt wird feiern bis in die Ruhe. Party! Ich bin jetzt auch am Ballermann und wir wissen, Mallorca ist eine sehr schöne Insel und ab und zu trinke ich schon ein Bier oder vielleicht ein anderes alkoholisches Getränk. Aber ich berücksichtige immer die Zeit, wie lange es dauert, bis zum Beispiel 0,4 Promille im Blut abgebaut werden. Ich kalkuliere das zeitlich ganz genau ein, damit ich morgen pünktlich um 7 mit meinen Freunden als Autofahrer losstarten kann. Und ich nehme das sehr streng, sehr genau und deswegen halte ich die Zeit auch sehr genau ein mit den Promillen, dass die abgebaut werden. Tipp an jeden, bitte machen. Ja, wir sind zwar im Ballermann und man feiert da natürlich, aber ich muss sagen, Mallorca hat wirklich eine wunderschöne Landschaft, eine schöne Natur und ich möchte ja wirklich gesehen haben. Und ja, ich werde heute nicht fortgehen, feiern, weil morgen möchte ich schon fit sein und ja, schon was sehen von der Umgebung. Und? Ja, also ich habe jetzt meine Freunde aus den Augen verloren da am Ballermann, weil ich bin einfach sehr fasziniert von den ganzen Cocktails, wie sie da gemixt werden, welche Zutaten, wie viel Kalorien einer hat, welche am Abend besser ist, welche in der Früh besser ist. Sehr faszinierend und ich rede da auch schon gern drüber, dass ich das selber lernen kann, wie das daheim funktioniert. Ballermann, heute wird richtig gesprengt. Also, naja, wir sind ja eigentlich sehr kultiviert heute da, nicht? Im Ballermann. Genau. Quant sitzt. Sehr gut. Club ist reserviert für uns. Jetzt gibt es da noch ein paar, die sind zu laut, das passt mir nicht. Also da werde ich natürlich noch Rücksprache halten. Es gibt natürlich schon gewisse Regeln. Man kann ja feiern. Ich gehe dazu richtig gern, aber die Regeln können eingehalten. Aber es geht nicht, dass man da so laut ist, weil ich will mich wohlfühlen, das wisst ihr schon. Deswegen. Haltet die Regeln ein. Nicht, dass da vielleicht mal Klage oder Anzeige oder sowas kommt. Ach, ja, leider, ich bin seit einem Tag jetzt auf Malle da und ich habe mich leider auf so eine Currywurst-Challenge eingelassen und ich schwör's euch, die Currywurst, die putzt meinen Darm aber so richtig durch. Also, puh. Ja. Entschuldigt mich, ich muss schon wieder. Ich bin jetzt mit meinen Freunden zum Ballermann gekommen und jetzt ist natürlich endlich einmal ein gewisses Niveau da. Also sie brauchen mir dafür nichts zahlen, aber ich freue mich natürlich, dass wir da sind. Jetzt bin ich da, der Wolf of Mallorca und wir geben da so richtig Gas. Also heute wird richtig gesprüht, die Girls sind am Start, der Club ist reserviert. Heute wird richtig Gas gegeben. Ich war jetzt für 15 Minuten kurz weg von meinem Travel Buddy. Wir sind jetzt am Ballermann und in der Zwischenzeit habe ich ein paar Leute kennengelernt. Peter, Thomas, Günther, Sabine, Hermann,
Kommt einmal her, ich will euch meinen Freund da vorstellen, meinen Travel Buddy. Achso, warte, da sind noch 10 andere. Warte, ich muss mich schnell erkundigen, wie sie heißen, dass ich Namen nicht vergesse. Ich bin gleich wieder da. Hey. Was ist schlimmer als Fußpilz? Eierschwammerl. Nicht lustig? Na, den will ich mir da nicht aufreißen, oder? Ja, es fühlt sich gut an. Ja, du bist ein cooler Typ. Yes, I like you. Cooler Typ.